So, willkommen zurück zu einer Runde Isaac Afterbirth. Wir werden heute... Was machen wir denn heute? Wir müssen eigentlich mal mit Azazel nochmal den Greed Mode versuchen, ne? Aber wie... Ich weiß nicht. Ich will mich eigentlich langsam auch an den Keeper versuchen. Wir machen heute mal einen normalen Run mit dem Keeper. Ich glaube, das könnte ganz geil werden. Oh mein Gott. Das ist ja fucking lucky. Der Keeper ist eigentlich gar nicht so... Naja, what the fuck? Ist das normal? Was haben wir denn bitte für einen Luck? Okay, wir haben auf jeden Fall ordentlich Luck. Erstmal sowieso, dass wir überhaupt jedes Mal eine Münze kriegen. Und vor allen Dingen kriegen wir zweimal 5er Münzen. Wir brauchen auf jeden Fall eigentlich noch... Ja, nicht unbedingt brauchen wir einen Schlüssel. Wenn wir hier vorne einen Secret-Raum haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Gut ist, dass Keeper hat auch super viel Damage schon am Anfang. Das ist eigentlich ziemlich nice. Das heißt, damit kann man eventuell ein bisschen mehr anfangen. Gib mir mal einen Schlüssel. Da war ein blaues Herz drin, lol. Ich hoffe übrigens, dass wir das Keeper-Item kriegen, was es gibt. Es gibt ja ein Item, womit man mit dem Keeper ein bisschen mehr Leben kriegen kann, wenn man sich, naja, sag ich mal, genug Münzen holt. Oh Mann. Das ist aber auch schon wieder so ein arschiger Raum, ne? Wo ich mir nur denke, yo, muss das denn wirklich sein? Warum hängen die denn alle da in der Ecke fest? Oh Mann, ey. Komm schon. Jawohl. Okay, wir haben 14 Münzen. Wir brauchen aber 15. Bottle of Pills. Speeddown. Oh. Gerade für den Keeper halt richtig scheiße, ne? Weil der Keeper ist eh schon so langsam. Ja, hier wird der Secret-Raum wahrscheinlich sein. Alright. Alright, dann lass uns mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das ist eine nette Sache. Alright, da kommt nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Dieser Ledge Key, den brauchen wir eigentlich nicht. Hopp. Hopp. Oh, lol. Mal nicht reinsterben hier. Okay, wir haben einen Tier-Sub. Das ist schon mal ganz geil, ne? 5 Tier-Delay nochmal runter. Gerade weil wir eh schon den Triple-Shot haben. Das ist schon ganz nice. Damit kann man auf jeden Fall ziemlich viel machen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Da wir ja der Keeper sind. Ja. Oh Gott. Kein Teufelstier für mich. Ah, das war echt schwach. Das war echt ziemlich schwach. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Die Algis-Rune ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das Problem ist, wir brauchen jetzt langsam mal einen Schlüssel. Sonst ist das auch egal. Wenn wir keinen Schlüssel kriegen, können wir nämlich nicht in den scheiß Schatzraum rein. Und ich würde auch gerne in den Shop gehen. Weil wir haben relativ viele Münzen. Was machen wir denn hier immer die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. I don't get it. Health up. Na super. immer noch keinen Schlüssel. Ja, sieht nicht gut aus, ne? Wir haben nur noch 2 Räume. Eigentlich, die irgendwie, na gut, 3 jetzt. Die noch irgendwie was geben können.
Wir brauchen noch zwei Schlüssel eigentlich. Das ist schon ziemlich scheiße irgendwie. Ja. Boah, ist das ätzend. Boah, ist das ätzend. Ja, scheiße, ne? Was willst du machen? Ist das kacke, ey. Ja, kann man nur hoffen. Ja, das ist echt scheiße. Ach, warte mal, ich bin auch blöd. Ach, ich bin auch blöde, ey. In den Shop kommen wir doch eh rein, weil wir den Store-Key haben. Ah, ich vergesse immer so grundlegende Sachen manchmal. Da denke ich mir auch nur so, heilige Scheiße. Okay, gut. Ist aber auch nicht so schlimm. Dann gehen wir nochmal in den Shop kurz. Ja. Die Blue Map. Was war das hier nochmal? Boah, was war das denn nochmal? Dieses komische Dialraiser. Das hörtet uns, aber macht keine HP weg, ja. Brauchen wir nicht. Gib mir bitte Münzen. Oh, komm schon. Ja, schade, ne? Ich hätte gerne noch den Super Secret Raum. Also wir haben jetzt einen Kompass und die Blue Map. Das heißt, können wir noch eine Münze kriegen? Ja. Nice. Zack. Ich hoffe, in dem Schatzraum ist wenigstens was Gutes, ne? Dafür, dass wir jetzt hier noch mal ein bisschen Zeit, mehr Zeit in Anspruch genommen haben. Sinus Infection. Die hatte ich noch nie. Gucken wir gleich mal. Sinus Infection. Was kann die denn? Isaac Tears have a random chance to be a boo instead, which stick on their enemies and deal periodic poison damage until they die. Each tick of poison damage is equal to your normal tier damage. 60 Sekunden hält er drauf auf den Gegner. Oder bis der Gegner tot ist. Holy fuck. Das ist ja übelst. Holy fuck, Alter. Das ist ja übelst sick. Warte mal, Jesus Juice, war das auch HP ab? Nee, Damage und Range. Hm. Nicht so toll. Gut, gehen wir weiter. Die Bugatiers sind mega nice. Also, man sieht, man kann auch mehrere beim Boss stacken. Und dadurch, dass wir eh schon den Triple Shot haben, ist das schon ziemlich fancy, würde ich sagen, oder? Alright. Und die ticken halt auch. Das ist echt gar nicht so bad. Bombsaki! Oh yay. Dann können wir zuerst in den Schatzraum gehen. Da wir nämlich sowieso keine Münzen haben, macht das eh keinen Sinn. Ohne Witz, die Dinger sind halt mega nice. Also es ist halt wirklich super awesome, der Teil. Du brauchst halt einen Gegner nur einmal damit sticken. Und schon hast du den getötet. Ah, der Spelunkerhelm, ey. Ist also, kriegst alles doppelt gemoppelt hier irgendwie. Ja, das ist ja eigentlich Quatsch, ne? Spelunkerhelm macht ja eigentlich wenig Sinn, weil wir die Blue Map haben. Das ist echt lustig. Das ist halt echt fucking awesome, Alter. Dass du halt echt die permanent einfach triggerst damit. Wir brauchen irgendwie einen höheren Lackwert. Vor allen Dingen hält das auch bei Bossen. Ne, das heißt,
Der bleibt halt so lange, bis der tot ist. Oh. Das ist awesome. Ah, was oben? Hier war noch ein Schlüssel irgendwo. Ja. Kampfraum würde ich fast sogar sagen. Wobei ich echt gerne in den Shop gehen würde eigentlich. Das heißt, ich würde gerne in den Shop gehen. Ich würde gerne halt einfach ein Item aus dem Shop haben, weil, naja, da kann halt dieses Keeper-Ding drin sein, ne? Das ist halt schon nicht schlecht. Wir machen das mal auf hier. Also die Dinger sind schon echt ziemlich cool. Der bleibt halt echt legend einfach so lange, bis der tot ist, ne? Holy shit. Gut, wir gehen mal weiter. Wir könnten noch die eine Kiste aufmachen, aber ich habe nur einen Schlüssel und ich möchte den eigentlich für den Shop benutzen. Die zwei Bomben können wir hierfür benutzen. Und für den anderen Secret Raum. Wir werden heute nicht wirklich schnell machen. Also ich kann jetzt schon mal sagen, das wird kein Void Run. Kein Hush Run. Weil wir wahrscheinlich zu langsam sind. Yep. Ach, wir können auch. Ey, ganz ehrlich, Leute, wann lerne ich das eigentlich? Ach, fuck. Wann lerne ich das eigentlich? Lerne ich das noch irgendwann mal, dass ich in den Shop immer reingehen kann? Oh Mann. Ja. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Boss. Aber vorher holen wir uns noch die eine Kiste. Wir haben dann 1 plus 1. Das ist ziemlich nice. Das ist echt fucking awesome, Alter. Weil wir dann, selbst wenn wir uns heilen müssen, immer noch eine Münze zusätzlich bekommen. Und wir kriegen vor allem generell viele Münzen. Und viele Bomben und viele Schlüssel. Ja, das ist mega awesome. Also Sammling Bundle ist schon echt ziemlich geil. Gut, wo ist der Boss? Da vorne, ne? Vorne links. Das ist ja echt krass, Mann. Ich hätte gerne die Spider-Mod, um das mal zu sehen, wie viel Schaden das macht. Alright, gut. Ja, wir haben noch nicht so viel bekommen. Ja, wir gehen nächste Ebene. Immerhin haben wir unsere Algesrune noch. Hm. Ich sag mal so, wenn wir die bei dem Boy triggern können. Hier bei Void. Wäre schon awesome. Wie lustig das einfach ist, ey. Hagalas. Okay, Hagalas ist auch nicht schlecht. Hagalas ist wirklich nicht schlecht. Lol, ey. Bräuchte ein bisschen mehr Damage. Weil je mehr Damage wir haben, desto mehr ist auch dieses Item einfach geil. Das ist halt ultra awesome, Leute. Ey, das ist echt eins der coolsten Items, die ich je hatte. So nice. Warum kann ich nicht den Rock kriegen?
Alright. Ja, wir gehen jetzt hier für ein Damage ab. Ah, das ist halt schon ziemlich geil, gerade mit dem anderen Ding hier. Ich brauche eine Münze. Ich habe Angst, Alter. Ich habe echt Angst. Okay, na, nevermind. Gut, wir haben wieder mal keinen Teufelsstil, das ist aber nicht so schlimm. Okay. Solche Sachen sollten übrigens öfter mal in den Schatzräumen sein, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? So Changer, ne? Das wäre ultra nice. Wir müssen noch den Shop finden. Denn da würde ich gerne reingehen. Ich glaube, die Homing Shots waren schon eine kluge Investition. Wir brauchen aber trotzdem Damage. Und solange wir nicht irgendwie, naja. Was war denn das gerade für ein Leck? Solange wir nicht hier gerade, weiß nicht, den Keeper-Sack finden und dann auch mal ein paar Teufelsdeals eingehen können, wird das eher schwierig. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir jetzt auch keinen Shop kriegen, sondern Greed. Eine Greed-Mode. Hä, wo ist denn jetzt der scheiß Shop? Ist der rechts lang? Warte mal. Wo waren wir schon? Unten waren wir da? Nee. Unten waren wir noch nicht. Vor allem Buga, ne? Ist Buga nicht Popel? Oder vertaut. Also verwechsel ich da gerade? Ich glaube doch, Buga ist Popel, oder? Ich glaube zumindest, dass es so war. Oh, nice. Alright. Hier muss man aufpassen. Generell, solche Gegner sind immer ätzend, weil die halt random schießen und... Naja. Na, das ist halt immer kacke. So, dann gucken wir mal. Pay to play. Ha. Das ist ein Trinket-Aufsauger hier. Das ist aber eigentlich nicht nötig, irgendwie. Ah, wir kriegen keine coolen Teufel, keine coolen Shops, ey. Das ist echt ein bisschen sad. Das ist echt ein bisschen sehr sad. Okay, dann gehen wir zum Boss. Wo war der denn nochmal? Wir sind, wie gesagt, ihr merkt schon, wir sind super langsam. Aber ich bin lieber langsam unterwegs als zu hastig. Ach komm schon. Sei doch nicht so dreist. Gib mir mal eine Münze. Jawohl. Gib mir auch mal noch eine Münze. Gib du mir mal noch eine. Ach komm. Speed up, size down. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal echt ganz gut. Speed down. Hä, warte mal.
Ach, war das noch eine Pille oder was? Okay. Gut, wo gehen wir hin? Hier vorne, hier rechts, glaube ich. Nee. Hagalas. Ich überlege gerade. Ja, Hagalas wäre nur für die eine. Ja, da könnte ich nur ein paar Fliegen höchstens holen. Weil selbst wenn da Rock drin wäre, hätten wir ein Problem, weil wir nicht drankommen würden. Wo war denn jetzt nochmal der Boss? War der hier? Ja. Alright, guys. Alter, diese Dinger sind übel sick. Der Letschki. Aber ein Lackup. Lackup ist, glaube ich, echt nicht verkehrt für mich. Hm. Oh, Curse of the Blind, echt jetzt? Oh man. Oh man. Oh man. Kein guter. Oh, 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 oh. Da habe ich ja schon Angst gehabt, ey. Und die Popel können auch weiterfliegen. Also ich glaube, das sind doch Popel, oder? Also. Das ist halt so sick, ne? Wir bräuchten echt dieses eine Item, was unseren HP upgradet, weißt du? Das wäre so geil, ey. Was haben wir hier? Mama Mega. Fanny Pack. Mama Mega ist nicht so mega geil. Stem Cells. Oh. Ah, Mama Mega ist halt nicht so gut irgendwie. Ich finde diese Lenkkugeln immer geil. Gehen wir mal Rock. Ja! Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt wird rasiert. Oh Gott. Ich musste gerade echt die scheiß Karte auch benutzen. Oh Mann. Ja, unser Buga macht jetzt echt. Ja, ich bin wahrscheinlich tot. Boah, Junge, diese Räume, ne? Die kotzen mich an, Alter. Die kotzen mich echt so an, ne? Oh, ist das unglaublich. Vor allem gehen die dann noch auf jemand anderen über, ne? Ist mir gerade mal aufgefallen. Also. Alter, wie der runter tickt. Holy shit. Keep of Meat. Oh, ist das ätzend. Ja, wir gehen weiter. Boah, dass wir einen Curse of the Blind haben, ist auch echt generell einfach mega kacke.
Ich kann echt jeden Moment verrecken, ne? Wir müssen eigentlich nach oben. Vielleicht kriegen wir hier das Baby. Wisst ihr, welches ich meine? Dieses Dry Baby. Das wäre halt schon ziemlich fancy. Und vor allen Dingen hätte ich gerne einfach mal dieses Keeper-Item. Ohne Scheiß, unser normaler Auto-Tech-Damage ist halt echt schon nice. Fate. Fate's Reward. Kaputt die Scheiße. Wir brauchen Münzen, wir brauchen Münzen, wir brauchen immer noch mehr Münzen. Wer weiß, man weiß ja nie, was man mit den Münzen anfängt. Ne? Nachher kriegen wir noch das Item jetzt im Shop und dann haben wir 20 Milliarden Münzen, ne? Und haben auch mehr Leben. ...98 Münzen. Ja. Keine Ahnung, ey. Oh Gott. Den habe ich halt einfach nicht gesehen. Oh gut, immerhin habe ich noch ein Leben. Gib mir doch irgendwas Tolles. Ach, das war schon der Shop, oder was? Hä, hey, warte mal. Wo war denn jetzt hier der Shop? Hä? Wo war denn jetzt hier der Shop? Ach, da hinten rechts? Okay. Ich hab den gerade gar nicht auf der Karte gesehen. Ich dachte so, hä, warte mal, Shop haben wir doch noch nicht geholt. Aber das erklärt's natürlich. Ja, dieser Scheißer. Nein! Gut, Leute, dann würde ich sagen, was für heute. Ja, wir hatten eigentlich ein gutes Item, aber oh, diese Gegner sind so scheiße, wenn du so langsam bist, ne? Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein.